Mondo de Drums hier. Es geht weiter mit Landwirtschaftssimulator 22. Wäre das legal, irgendwie 10 Schafe zu kaufen und dann irgendwo in einem Waldstück rauszulassen? Dürfen Schafe frei rumlaufen? Ist das legal? Echt? Nee, Schafe sind doch voll so, die können doch alles essen. Hier sind Blätter und die geht's doch gut, oder nicht? Sind gar nicht lebensfähig. Wenn du das ein bisschen außerhalb machst, dann förderst du die Wolfspopulation einfach. Komplett um Hamburg, da haben sich einfach, keine Ahnung, 7 Wolfsrudel niedergelassen. Alle fragen sich, wo kommen die her? Von ernähren die sich und irgendein Idiot kauft 800 Schafe und lässt sie in den Wald frei, die werden alle von Wölfen gefressen. Habt ihr nicht da bei euch oben irgendwo im Norden nicht so einen Ort, wo die so ein Problem haben mit irgendeiner Art Straußvogel da, der sich da vermehrt hat, weil der mal ausgebüxt ist? Ein Emu, oder? Keine Ahnung. Ich habe das meiner Dokumentation letztens gesehen, dass da irgendein Bauer, der hatte sich irgendwie Strauße geholt und dann hat er sich irgendwie vermehrt, ist da ausgebrochen aus dem Gehege. Ja, und das sind die Nandus. Übelst Probleme, weil die ganzen Felder da kaputt machen und alles. Ist geil. Ja, ja. Finde ich nice. Aber ich habe leider noch nie einen gesehen. Ich würde es geil finden, wenn ich einfach so durch Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad fahre im Sommer. Aber kommt ein Nandu angestratzt und jietet mich übel vom Fahrrad runter. Wäre geil, Alter. Geil. Ich bin so schnell. Dann komme ich nach Hause, egal, alles blutet, was ist passiert. Ich habe einen Nandu vom Fahrrad geworfen. Ihr seid so schwachsinnig. Das ist geil. Ich wäre nicht mal sauer auf den Typen, den Nandus vorher gelassen hat. Wir haben ja ein paar Papageien in Bonn einfach. Ja, die sind voll laut und scheißen voll viel. Nee. Die scheißt einfach vierfach so viel wie normale Vögel. Hallo, ich bin Papagei. Ich kann reden wie Menschen und scheiß alles voll. Wie ein echter Mensch quasi. Lass einen Vlog machen, wo wir uns auf die Nandu-Jagd begeben und sie versuchen zu sichten. Die sieht man auch von der Autobahn aus. Kann man die so leicht finden? Sind da so viele? Wenn wir uns jetzt vornehmen, so heute gehen wir in Schleswig-Holstein die Nandus beobachten und machen den Vlog, wie da einfach Strauße im Norden leben. Ich wäre down, Alter. Das meint noch keiner. Es gibt viele Vlogs da draußen. Aber Nandus in Schleswig-Holstein gibt es nur Reportagen drüber, kein Vlog. Ich habe keine Ahnung, wie ein scheiß Nandu aussieht. Brandgefährlich. Die haben riesen Krallen und einen Schnabel, wie ein Strauß quasi. Gefährlich sind die Dinger aber. Können die mit einem festen Hacker die Schläfe kaputt machen und das Hören liegt falsch, bist sofort tot. Die können auch aggressiv sein, wenn sie perfekt reinhacken, ins Auge rein, bis ans Hören, bist du einfach sofort tot. Oder eben auch insane Krallen, die können direkt an die Kehle tot. Die können dich sofort töten einfach. Nein, die sind nicht so groß wie ein Strauß. Nee, nicht so groß, aber die können dich trotzdem sofort töten. Ein 4 Meter hoher Strauß. 4 Meter hoch. Bist du schon mal im Freibad vom 5 Meter Brett gesprungen? Und du willst mir sagen, Strauß ist 4 Meter hoch. Ich sag, ein Strauß, wenn der sich aufrichtet, dann ist der locker 3 Meter groß. Ist der größer als ein Elefant dann? 3, 4 Meter, oder? Ja, die haben ja so einen langen Hals. Du auch, ist trotzdem keine 4 Meter. Maximale Größe 2,80 Meter. Aber 2,80 Meter ist schon insane. Eben, das ist, wenn du dich auf meine Schultern stellst, gefühlt. Ja, dann sind wir 2,80 Meter groß. Weil du 80 Zentimeter groß bist. Okay, Nandu kann bis zu 1,70 Meter groß werden. Ja, das reicht. Klein, die können dich mit einem Angriff töten. Das unterschätzt du. Ja, das sind moderne Raptoren. Das ist ja auch ein geiler Vlog-Titel. Wir gehen auf Raptorenjagd in Schleswig-Holstein. In Deutschland waren ja gefühlt immer nur irgendwelche Low-Tiere. Auf der ganzen Welt gibt es irgendwie so richtig krasses Scheiß alles. Aber in Deutschland ist momentan das heftigste kleines Reh. Hier ist nichts giftig, hier ist nichts gefährlich. Wann hat das letzte Mal Tiere und Menschen gekillt? Vielleicht mal aus Versehen Wildschwein und selbst die leben irgendwo eingezäunt oder sowas. Wildschweine gibt es schon hier. Frei rumlaufen. Ja, frei rumlaufen. Bewacht von tausenden Förstern. Die können nicht einfach so mal mit einer 40er Wildschweinhorde in Köln reinlaufen und 7 Kinder töten oder so ein Scheiß. Ich finde es gut, dass wir hier Nandus haben. Ich stand mal direkt vor einem Emu, der war viel, viel größer als ich. Hast du jetzt schon wieder ein Emu? Auch wie ein Strauß, quasi das gleiche. Das war gar nicht witzig. Die hatten einfach Raptorenkrallen. Gib mal einen Emu-Kralle oder Strauß-Kralle und deren Schnabel. Die sind insane. Das ist gar nicht witzig. Ich würde niemals Angst vor Vögeln haben, aber das sind keine Vögel, das sind scheiß Raptoren. Die machen einmal so einen kleinen Flügelschlag, dass sie so ein bisschen höher sind. Die sind eh schon 2 Meter hoch. Also die krallen so auf deiner Kopfhöhe und egal, wo sie dich erwischen, bist du tot. Nee, Schwäne sind nicht gefährlich. Also Schwäne sind keine Raptoren. Straußen, Nandus und Emus sind moderne Raptoren. Schwan hat nur so eine scheiß Schwimmflosse. Das kann dich nicht töten. Der hat kräftige Flügel. Der schlägt dich tot. Ein Schwan wiegt 8 Kilo. Ich wiege 120. Wie soll mich ein Schwan töten? Der kann mich ein bisschen picken. Ein Schwan bricht meinen Arm. Ein Schwan bricht deinen Arm. Wenn ich sehe, da ist ein Schwan, der hat Jungtiere. Ich laufe da so ganz normal, chillig durch den Park. Auf einmal, Schwan wird mega aggressiv, will mich angreifen. Fliegt aggressiv auf mich zu. Und ich trete ihn oder schlag ihn mit voller Wucht irgendwie an den Hals oder an den Körper oder an den Kopf. Dann tankt er das Ding weg ohne Probleme und dann bricht er mir den Arm. So eine Scheiße. Die haben Röhrenknochen, die wiegen doch nicht mal was, die können fliegen. Selbst eine Gans macht dich fertig, sag ich auch. Ein Gans fällt. Die Gans fliegt auf mich zu, die können ja auch fliegen, so auf Kopfhöhe. Und ich kann das Ding mit meiner Faust so heftig schlagen, wie ich will. Ich kann das Ding festhalten, schleudern, Kniekicks, treten, alles. Ich kann meine kompletten 120 Kilo gegen eine Gans einsetzen. Und die Gans besiegt mich. Die fliegt da nicht ran, die pickt dich, die schlägt. Ich greife die einmal mit meinen Händen und breche die sofort durch. Du kannst nicht einfach eine Gans greifen. Ja, wenn die auf mich zufliegt, nimm dir an, die fliegt auf mich rauf und hackt mir auf den Kopf rum. Und die ist auf meinem Kopf. Ja? Dann kriege ich die doch irgendwie festgehalten. Also Romatra ist ein Schwen und Gänsen ist Schwachsinn. Du sperrst mich mit einer aggressiven Gans ein. Käfigmatch, 1 gegen 1. Und die Gans gewinnt gegen mich. Am Ende gewinnst du. Aber ich sag auch gegen den Nandu. Nein.
Nee, doch, den Nando nicht. Der Nando tötet mich ganz, einfach. Die ganz verletzt dich. Ah, natürlich wird die mich verletzen. Wird auf jeden Fall einen Cut haben. Der Schwan ist so schnell, du erwischt ihn nicht. Wenn mich ein Schwan 2 Minuten lang angreift und ich krieg ihn nicht gegriffen und nicht geschlagen, er ist einfach untargetable. Was für eine Scheiße labert ihr denn hier? Das stimmt, die unterstützen sich auch gegenseitig. Wenn, dann wärst du gegen 5 Gänse. Du wärst 5 Gänse. Das ist dann wieder sick. Du musst ja nur an irgendeinem Flügel oder am Schnabel irgendwo festhalten. Klar beißt die mich auch und ich krieg einen kleinen Schaden, aber die ist ja sofort tot. Die haben ja so einen beweglichen Kopf. Kann man den überhaupt einfach brechen? Natürlich kann man den brechen, gerade weil er so beweglich und lang ist. Er schätzt das so sehr. Man kann sie erstmal nicht greifen, weil sie so schnell sind und alles ausweicht, was ich schon mal total bezweifle. Wenn eine Gans auf mich zugeflogen kommt und dann gibt es erstmal eine Schlagaustausch, eine Kombo und das Ding weicht in der Luft alles aus. Also wenn, würde ich einen übelsten Lachkrampf kriegen und mich auch geschlagen geben dann am Ende. Das Ding ist, du hast letztens gegen den scheiß Fußball und gegen dein eigenes Körpergewicht verloren. Eine Gans bringt mich nicht so sehr zu Fall. Du hast auch den aggressiven Schwan gesehen gegen Jizzes. Ich sehe jetzt nicht, wo der Schwan da gegen Jizzes gewonnen hat. Jizzes hat noch nicht mal richtig gemacht. Das war nur ein kleiner Gag bei ihm. Der Schwan hatte keine Chance. Du erinnerst dich. Hat dafür einen riesen Shitstorm kassiert, weil Schwäne so schwach sind, die greift man nicht an. Wäre ein Schwäne wirklich so stark, hätte er keinen Shitstorm kassiert. Als, weiß ich nicht, Dieter Bohlen einen Hai in die Fresse getreten hat, hat er auch keinen Shitstorm kassiert, weil es ein fucking Hai war, weil der gefährlich war. Nee, und das war auch vor 20 Jahren. Ich denke auch, wenn Dieter Bohlen jetzt rausgeht und einem Pferd in die Fresse schlägt, dann kriegt er einen Shitstorm. Nicht. Das ist natürlich ein Pferd. Wir reden von einem Hai. Ja, aber Pferde sind doch auch stark, weißt du, was ich meine? Also Dieter Bohlen, 1-1 gegen ein Pferd, verliert Dieter Bohlen. Ja, aber und darum geht's nicht. Würde er einen Shitstorm. Doch, du das hast ist ja ein Haustier. Und wahrscheinlich würde auch ein übelst aggressiver Rottweiler oder eine deutsche Dogge mit 70 Kilo gegen Dieter Bohlen im 1-1 gewinnen. Aber wenn er der Dogge voll in die Fresse schlägt, kriegt er trotzdem einen Shitstorm. Das macht man nicht. Das ist ein Haustier. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel tauchen gehe und da ist ein Hai, der kommt immer wieder zu dicht an mich ran und macht so Probebisse in meine Flosse und dann hole ich das Messer raus und dann kämpfe ich gegen den und schlitze den auf, dann kriegt er dafür keinen Shitstorm, weil es ein fucking Hai ist. Apropos Hai, würdest du dich trauen, so Hai-Tauchen zu machen? Nö, so hab ich keinen Bock. Keinen Bock einfach? Ich würde es machen, aber ich würde es nicht geil finden. Ja, genau, ich bin nicht in Gefahr. Ich habe unfassbar Angst vor Haien, aber finde sie auch wahnsinnig faszinierend. Aber so eine richtig geile von National Geographic Slow-Mo-Aufnahme von einem weißen Hai auf der Jagd sehen 1 Milliarde mal geiler aus, als dass du da im Wasser bist und dann ist da ein Hai 70 Meter neben dir irgendwie. Ich kann mir glaube ich schon ziemlich gut vorstellen, wie es ist. Das ist nicht so krass. Wie oft ist das beim Haitauchen passiert? Vielleicht einmal in 30 Jahren? Also es gibt coolere Sachen. Ich finde das nicht so cool tatsächlich. Wäre das cool, wenn wir einen Vlog machen würden aus einem Haikäfig und neben uns schwimmen 4,5 Meter lange weiße Haie? Ist das ein cooler Vlog? Ich finde das nicht so spannend, weil wir kann nichts passieren. Und das hat man schon 1000 Mal gesehen. Okay, außerhalb vom Käfig gibt es ja auch solche Touren. Mit weißen Haien, das macht doch keiner. Selbst so ein kleiner Hai, der nur so, weiß nicht, 70 Zentimeter lang ist, kann dir so heftig in die Wade fleischen, dass du nie wieder normal laufen kannst und nie wieder Sport machen kannst. Das ist nicht worth. Das ist nicht worth. Ich glaube, die sind gar nicht so aggressiv. Nee, aber passiert halt mal. Mit Delfinschwimmen ist so dermaßen scheiße. Also als Therapie cool, aber drüber hinaus. Ich würde lieber mit einem weißen Hai schwimmen als mit einem Orca. Weil ein Orca tötet die einfach nur so zum Spaß. Das sind richtige Psychos. Die sind komplett intelligent. Die greifen ja sogar Segelboote an und so. Einfach aus Spaß. Weil das ein Challenge ist, da Segelboote die Menschen ins Wasser zu schubsen und sie dann zu töten und durchs Wasser zu schmeißen, weil die das witzig finden. Lachen. Man hört sie unter Wasser lachen. Und Orcas sind wirklich geisteskranke Motherfucker. Die haben alle eine übelste Psychose. Die sind auch viel zu intelligent. Die sind viel zu krass. Nee, die töten Orcas auch weiße Haie. Die können sogar Blauwale fressen. Das größte Tier auf der Welt. Das ist denen scheißegal. Die warten, bis ein Blauwal Kinder bekommt und dann schwimmen die nur dem Kind hinterher. Die schnappen sich nur das Kind einfach. Was will der Wal machen? Der ist 10-fach so langsam und hat noch nicht mal irgendeine. Hat ein Wal eine Waffe? Wie kann ein Wal sich wehren überhaupt? Nee. Jo, was ist denn das jetzt hier? Ich hab gedacht, du willst schon wieder hier ausladen. Nee. Jo, nochmal. Schiebung. Ich muss hier vorbei. So. Wir haben jetzt gleich das erste Feld fertig, Rumatra. Was sagst du dazu? Oh mein Gott, das ist schon heavy. Oh, meine Sense ist nicht draußen. Oh nein! Ja, ich habe 10 Maisdinger verschwendet von 7 Milliarden. Rumatra, wir werden jetzt richtig wenig Geld nur noch kriegen. So, warte mal. Ich möchte heute noch irgendwas mit den Schafen machen. Du musst das Feld ernten. Guck mal, du hast jetzt gleich das erste Feld fertig und es ist schon Viertel nach. Für den Kopf, ein Schaf, für den Kopf. Wir können uns nicht mehr das Feld leisten, Max, glaube ich, oder? Doch. Wir müssen jetzt den Kredit auf 500.000 ausstrecken. Ja, ja. Dann können wir uns das Feld leisten überhaupt. Ja. Dass ich auch mal jemand Schaf im Spiel schon sehe, das pusht die Motivation. Dann können wir direkt morgen weiterzocken, gefühlt. Dann verkauf schon mal ein bisschen was. Wir haben noch 2 Silos. Wenn wir jetzt verkaufen wollen, müssen wir da das grüne Silagezeug erstmal wieder zu dem schwarzen Silagezeug machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, ich müsste das jetzt abdecken und dann müssen wir erstmal ein paar Monate schlafen einfach. Korrekt. Chat, hat Max schon seinen Führerschein? Also, ich hab fast seit 10 Jahren meinen Führerschein. Das ist eigentlich sick. Hab ich jetzt seit 10 Jahren meinen Führerschein? Nein. Krass. Du bist 26. Bin ich nicht 27? Ach stimmt, du hattest Geburtstag. Nee. Bist du schon 27? Ich weiß jetzt ohne Witz gerade nicht, wie alt ich bin, du Wichser. Weil Revi auch gerade irgendwie 29 wurde. Ich bin 94 geboren im August. Mit 2021 im... Bin 27. Du bist so ein Idiot, dass mich jetzt verwirrt. Ja, ich bin 27. Was laberst du denn? Wer bist du denn, Rumatra? 25 bist du schon. Du warst immer der Junge hier in der Gruppe. Bist du einfach der Rentner in der Gruppe. Wie alt bist du, G-Time? 31? 30 oder 31?
31. 31. 31. So, du bist ein super cooler 31er. Und Revi ist ein super uncooler Wannabe 20-Jähriger, der aber schon 29 ist. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, was ich meine, oder? Revi wäre gerne 23 oder so. Ja, genau, genau, genau. Und ich wäre gerne ein richtig cooler 44-Jähriger. Ich muss sagen, ich wäre auch gerne nochmal jünger. Echt? Nee, ich nicht. Ich will unbedingt älter werden. Merkst du in Videospielen wie Fortnite zum Beispiel? Ich war nie gut im Videospiel. Mir ist es egal. Ich hatte schon mit 18 irgendwie Boomer-Vibes, weißt du? Zum Beispiel auch bei Philipp Amthor. Ist das scheißegal, ob der jetzt 10 Jahre älter ist oder nicht. Der ist eh schon 40, weißt du? Also du sagst, du bist in den Spielen jetzt schlechter, weil du älter geworden bist, Umatra. Hundertprozentig in so Spielen, um denen es darum geht, gut zu werden. Ich bin nur noch besser als Chef Strobel, das lässt du mir nicht nehmen, aber... Aber warte mal, dann wird es auch wieder geil. Jetzt ist gerade eine Scheißzeit, Umatra, mit 25, ist scheiße. So, du bist immer noch ultra sick und kannst richtig krass werden, aber nicht so krass wie die besten 16-Jährigen, ne? Ja. Aber dann bist du irgendwann so 36 und wenn du dann noch in Valorant Radiant kommst, dann ist es wieder insane. Dann lohnt sich dann wieder der Grind. Ja, ja. Aber 25 ist ein Scheißalter. Ist so, sorry. So, ihr müsst mir jetzt einmal beide hoch und heilig schwören, dass es nicht möglich ist, heute den Schafstall nur schon zu platzieren und ein Schaf zu kaufen. Ihr sagt, das ist unmöglich. Wenn du willst, können wir es machen. Ich denke, aber ich weiß halt nicht. Den Kredit hochballern und... Ich möchte ihn heute schon haben. Ich brauche ihn für die Motivation. Wir sind gerade minus 300.000. Ja, müsst ihr jetzt den Kredit komplett auf Anschlag dafür knallen. Ja. Lass das noch kurz warten. Wir farmen erst ein bisschen weiter. Sobald wir dann Monate skippen, wird, weil unser Kredit so hoch ist und wir Monate skippen müssen, damit unser Zeug wieder wächst und alles, werden wir monatlich irgendwie 6.000 Euro minus, weiter ins Minus gehen. Also wann macht es Sinn zu kaufen? Normalerweise Sinn würde es machen, wenn wir die ganze Silage verkauft haben. Aber das würden wir heute nicht mehr schaffen. Guck doch mal, du bist ja jetzt hier bei dem zweiten Feld gerade dran und wir müssen die gleich noch verdichten. Da muss die ja trocknen und dann das Verkaufen dauert ja auch nochmal was. Wie lange dauert das Verkaufen? Lange. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, theoretisch, wir machen könnten, wäre, wir verdichten die Silage, machen das eine Silo jetzt dicht, dass das trocknen kann. Das verkaufen wir und laden den Rest, der jetzt kommt, ins andere Silo. Dann können wir den einen Teil verkaufen und können davon schon mal den Kredit zurückzahlen, sodass der nicht zu hoch tickt, wenn wir skippen. Was ist, wenn wir mit Ach und Krach ich ein bisschen mehr Zeit rausholen kann? Wir bräuchten so 2-3 Stunden mehr Zeit. Laber nicht! Du stehst hier nicht mit, um zu sagen, was nicht geht. Wir sind ja dafür da, um Lösungen zu finden. Okay. Okay, ich sag dir die Lösung. Das hier ist ein Spiel, wo nichts schnell geht. Das ist ein Spiel, wo du chillst, Geduld hast, langsam. Nein, wir Speedrun. Das ist wir Speedrun, das Game. Ihr müsst es so ein bisschen betrachten, das Game, so wie Age of Empires, wenn da die Felder gebaut werden von den Arbeitern. Die sind ja dann auch nicht, wir sind hier zu chillen. Da geht's um Leben und Tod. Wenn du eine Minute zu langsam bist, dann war's das. Da kommt auf einmal eine Kavallerie mit berittener Bogenschützen hier angeritten und töten uns einfach, wenn wir uns nicht beeilen. Weißt du, so müsst ihr spielen. Ja, aber wir beeilen uns ja. Also so wie wir die Aufteilung haben, sind wir maximal effektiv, Max. Aber was würdest du jetzt machen, wenn du genau weißt, in 40 Minuten kommen hier die Hunden angeritten, zu Tausenden, und würden unsere Felder niederbrennen und uns töten und ausrauben? Ich einfach mit dem Traktor wegfahren. Alles verkaufen, was wir hier haben. Dann würde ich mir den dicksten Traktor kaufen oder diese Schneemaschine und dann würde ich über die Hunde drüber fahren damit. Oder du holst einfach das Gerät, was Max hat, diesen Häcksler und fährst mit Fährst damit durch Pferde. Weiß ich nicht, ob das geht. Was würdest du machen, wenn Alexander der Große mit seinen Kampfelefanten über die Alpen kommt oder so ein Scheiß und gleich deinen Mähdrescher angreifen würde und dich töten würde? Trainierte Kampfelefanten sind schon stark. Also GPS Elefant ein Elefant hat, doch egal. Teil. Nein, niemals. Das war Hannibal. Alter, war das halt Hannibal. Fährst einmal gegen die Beine von dem Elefanten, hat er keinen. Ja, aber auf dem Elefanten ist eine Plattform drauf, wo 7 Speerwürfer drauf sind, Alter. Die werfen dir einfach in deine Kabine direkt einfach einen Speer in den Kopf. Alter, da kannst du noch so einen Häcksler drauf haben, wie du willst. So, ein Elefant hat 80 PS. Das ist sick. Ja, aber das ist mein Smart, Bro. Aber ein Elefant, Mann? Hä? Bist du lost? Wenn du von 20 Elefanten angegriffen wirst und so eine Mähdrescher, hast du keine Chance. Du sitzt in diesem großen Mähdrescher mit 780 PS und du gewinnst gegen 20 Elefanten, wenn da keine Bogenschützen drauf sitzen, die dich abschießen. Und selbst dann gewinnst du, weil die Bogenschützen niemals nicht durch deinen... Der Häcksler fährt in einen Elefantenfuß und verstopft und ist fertig. Und dann kommen die 19 anderen Elefanten und stoßen dich. Die haben Stoßzähne, Alter. Naja, du siehst es falsch. Erstens würde ich nicht diesen Häcksler von drauf machen, sondern irgendwas Spitzes. Mit einem MG, ne? Ja, okay, auf einmal sitzt er irgendwie in einem gepanzerten Fahrzeug, Alter, in einem Panzer einfach und wow, ja, okay, dann gewinnst du gegen Elefanten. Ich fahre einfach in den Elefant rein und breche ihm den Fuß. Und das mache ich bei den anderen Elefanten auch. Ich fahre einfach durch die Füße von den Elefanten. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie viel 1000 PS sind. Also den Häcksler, den juckt Elefantenbein überhaupt gar nicht, wenn du damit... Elefanten sind zu schnell, die sind auch verglichen mit dem Ding so wendig. Guck mal, wie langsam ich bin. So, Elefanten sind wendig und schnell. Wendiger als dieses Scheißding. Hast du mal Elefantenangriffe gesehen? Hast du mal einen...
Mähdrescher-Angriff gesehen. Nee, das hat mich keiner überlebt. Die kippen dich direkt um, Alter. Du unterschätzt die Macht von 10 in ausgewachsenen Elefanten. Vor allen Dingen, weißt du, wie riesig so ein Ding in Wirklichkeit ist, so ein Drescher, den du da hast? Ja, ja. Der Elefant, der wäre total eingeschüchtert von dem Ding. Das Teil ist schon dreimal so groß wie der Elefant selbst. Und dann den Lärm, den der dabei macht, während sich die Teile drehen. Jeder Elefant, der würde vor Angst weglaufen vor dem Ding. Das ist denen so scheißegal. Die sehen einmal nur wieder einen Elefant zerfleischen. Kein Fall. So eine also wenn hier 1000 Hunden mit 1000 Pferden, ausgebildete Turbo-Elite-Bogenschützen und du sitzt in so einem Mähdrescher, der fährt 6 km/h, also da weiß ich nicht, wie du die gesamte Armee niederstrecken möchtest. Also wenn du in die erste Reihe fährst, ja, und die sehen, das Ding fängt an, nur noch Knochen und Blut und Fleisch. Die schießt dir direkt einen Pfeil in den Hals, Alter, bevor der Kampf losgeht. Dann werden die so schnell weglaufen, weil die da denken, da kommt irgendein Dämon auf die zu oder so. Die reiten einfach davon, bis sie ein Pferd erwischen mit 6 km/h. Aber das geht auch darum, dass sie dich angreifen. Hä? Die haben Bogen, okay. Die schießen einen Bogen. Klar, um dich herum sind 1000 Hunden auf Pferden und die schießen auf die Scheibe von dir. Ich sag, die geht kaputt. Vielleicht schon beim ersten Mal, aber nach 2, 3 Pfeilen ist sie kaputt. Bei so einem Mähdrescher. Ich glaube ja nicht, dass das so ein normales Fensterglas ist. Ich kann ja Scheiben. Kriegst du da nicht Eisenpfeile? Komm nicht durch, wenn die mit voller Ballerung mit einem Hundenbogen da reinballern. Weiß ich nicht. Also durch die Reifen kommen sie auf jeden Fall schon mal nicht durch. Nee, das nicht, aber durch die Scheibe. Die klettern links und rechts an dir hoch und rammen dir ihre scheiß Schwerter in den Magen. Wie random. Also garantiert würden dich 1000 Hunden in einem Mähdrescher töten. Bist du scheiße? Wir reden hier von 1000 Hunden. Die springen direkt auf das Ding auf und hebeln die Tür auf und so eine Scheiße. Ich weiß ja gar nicht, wie die Tür funktioniert. Wenn du die abschließt, wie wollen die denn aufmachen? Die schlagen die auf mit Steinen und Messern und hebeln das. 1000 Stück. Und ich darf mich gar nicht wehren draußen. Ich darf nicht irgendwie auch ein Schwert haben und die wegpieksen oder so. Du sitzt im Mähdrescher und kämpfst mit einem Schwert gegen 1000 Hunden. Während du mit deinem Mähdrescher die Pferde tötest und da sind 30 Hunde auf dem Mähdrescher drauf, versucht bei dir einzubrechen und wehrst dich mit dem Schwert. Das ist der heftigste Loot aller Zeiten, Rumatra. Ich bin auch voll bei Rumatra. Ich sag auch, der Mähdrescher, der wird alles auseinanderpflücken. Wie gesagt, ich würde auch sagen, nicht, aber ich die werden nicht als auf dieses Ding zugehen. Die schicken ihre ersten Männer vor, ja? So, die werden dann einfach weggedrescht, ja? Die laufen doch nicht in den Drescher rein. Die sehen doch, dass es da häckselt. Man läuft doch nicht einfach rein. Ja, aber wenn du einfach in deren Richtung fährst, Junge, 6 km/h zu Fuß, ist das schon ultra extrem schnell. Das stimmt. Also 6 km/h zu Fuß, also schnell spazieren gehen. Ich sag, der fährt 11 sogar, der Mähdrescher. 10 fährt der. Der fährt 10, weil der so geregelt ist. Ich sage, wenn du willst, fährt er mehr als 10 km/h. Und ich will mal einen Hunden sehen, der eine halbe Stunde mit 15 km/h vor dir wegrennt. Der rennt nach links oder rechts, muss er eine halbe Stunde wenden. Musst du nicht, weil du hast nämlich hinten die Lenkung. Und du hast ein Schneidwerk, das ist 15 Meter, also der muss weit links und rechts um dich rumrennen. Meinetwegen erwischst du 5 bis 7 und dann checken sie, okay, wir dürfen nicht in den Mähdrescher rein. Ja, dann werden die abhauen, weil die Schiss haben vor dem Ding. Sag erst okay. Und dann kommen die wieder. Ein scheiß Rambo oder Katapult oder schmeißen hier riesen Steine da vorne rein oder so ein Mist. Das sind ganz normale Menschen, Alter. Nur weil die vor ein paar hundert Jahren am Start waren, sind die ja nicht komplett scheiße. Selbst 1000 Randos, selbst 1000 Höhlenmenschen würden gegen dich gewinnen. Nein. Nein, niemals. Du unterschätzt 1000 aggressive Menschen. Wieso kriegen wir die ganze Zeit Minusgeld? Was kostet denn hier? Tankt einer von euch heimlich oder was? Okay, stopp, anders. Traktor gegen Hunden, okay? Ey, du hast doch die sind auch total intelligent. So, die sind wenn, dann muss das aber ein Fan sein. 1000 ausgebildete Elite-Hunden. Wenn, muss das ein Fan-Traktor sein. John Deere würde auf jeden Fall verlieren. Ja, okay, dann John Deere würde verlieren, hast du recht. Prepare to fight.